Hallo. Ich möchte euch heute mal ein ganz besonderes Phänomen zeigen. Nicht unbedingt die Suche nach einer Art, aber etwas trotzdem äußerst Spektakuläres, würde ich sagen. Und zwar der blaue Eichenzipfelfalter, den ich euch ja schon öfters mal vorgestellt habe, auch bei der Suche nach den Eiern. Ich habe meistens gesagt, die Falter bekommt man kaum zu Gesicht. Daher ist es lohnenswerter, die Eier zu suchen. Heute wiederum zeigt sich das Gegenteil, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir haben es extrem trocken warm, also gerade über 30, 35 Grad. Und scheinbar regt das die Tiere an, eher auf den Boden zu kommen. Ich habe es in den letzten Tagen schon öfters beobachtet und auch überregional, auch in England habe ich Erfahrungsberichte mitbekommen, dass dort Eichenzipfelfalter immer wieder auf dem Boden auch beobachtet wurden. Und selbiges kann man jetzt hier beobachten und man sieht jetzt vielleicht schon ein paar rumfliegen. Die möchte ich einfach gerne mal zeigen, weil ja sonst also wirklich eine gute Möglichkeit im Endeffekt, um die Tiere mal zu Gesicht zu bekommen. Und wir sehen sie jetzt hier überall auf den Blättern sitzen. Also wirklich super spektakulär. Wir sehen hier einen und so weiter. Und ich versuche mal einen nah ranzubekommen. So sehen sie aus von der Unterseite. Das ist auch mal ein seltener Anblick, den man so nicht oft hat. Genau, also wir kennen die Zipfel am Hinterleibsende, namensgebend für die Zipfelfalter. Damit imitieren sie so ein bisschen die Fühler auch. Also jetzt hier auf der rechten Seite bei dem Falter kann man so ein bisschen erkennen, sie wackelt dann teilweise damit und für einen Vogel, einen Fressfeind, der danach schnappt, der schnappt meist nach dem Kopf. Das wäre jetzt zumindest die Theorie und würde dann damit nur den Flügel erwischen und eben nicht den Kopf. Und das Tier könnte überleben. Genauso sehen sie aus. Typisch für Zipfelfalter, eigentlich relativ homogene oder ja, unscheinbare Unterseite. Leichte, helle Zeichnungselemente, auch teilweise orange Zeichnungselemente Richtung Hinterleib. Das ist typisch für Zipfelfalter. Und genau, hier können wir noch ein paar mehr sehen, also wirklich super spektakulärer Anblick. Wir sehen jetzt auch gleich fünf Stück im Bild mindestens, wahrscheinlich im Hintergrund überall noch weitere, sitzen hier wirklich überall auf den Blättern. Und wenn ich mich hier umschaue, ich sehe sie überall. Also sicherlich weit über 100 Stück, die hier jetzt gerade um mich herum sitzen. Auf jedem Blatt im Ende oder auf jedem Zweig. Kann man sagen, kann man sie finden. Genau. Wollte ich euch mal dran teilhaben lassen. Ist wahrscheinlich ja jetzt diese Tage in vielen Gegenden Deutschlands der Fall. Vielleicht achtet ihr mal drauf, ob ihr das auch beobachten könnt. Wenn sie herumfliegen, sind sie einfach nur so silbrig. Also relativ hektischer Flug, ein kleiner Falter und silbrig. Dadurch erkennt man ihn eigentlich schon ganz gut. Siehst jetzt hier, die fliegen relativ schnell. Und sehr unscheinbar. Also man erkennt ihn nicht so leicht. Eben durch diesen leicht silbrigen Eindruck kann man sie jetzt von anderen Arten unterscheiden. Genau. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Einmal wirklich einen sehr spektakulären Anblick. Wahrscheinlich durch die Hitze oder Dürre jetzt hervorgerufen, dass die Tiere einfach sich vielleicht in den Schatten setzen und dadurch eher auf den Boden kommen, vielleicht auch ein bisschen Bodenluftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit an sich vom Boden aufnehmen. Genau, so viel zum blauen Eichenzipfelfalter, heute mal der Falter.